Hallo, willkommen beim Golfen mit Freude. Da hinten ist die Driving Range von Aphrodite Hills hier auf Zypern. Und eine sehr schöne Woche ist jetzt zu Ende gegangen. Und eine bestimmte Sache ist mir sehr aufgefallen, vor allem bei meinen Spielern mit höheren Handicaps, also mit Handicaps über 36. Und das ist die Situation, wo man ein Wasserhindernis vor sich hat, eine Schlucht. Ja, auf Zypern gibt es viele davon. Aber irgendwas Schwieriges. Höchstwahrscheinlich da, wo der Ball hoch muss. Oder da, wo ein Ziel ist. Oder da, wo das Fairway sehr eng ist. Also wie es im Golfleben so oft ist. In diesen Fällen wurde manche Golfer von der Situation sehr beeindruckt. Das heißt, als sie ihr Drive gemacht haben, oder Bunkerschlag, oder Pitch über den Bunker oder über das Wasser, ging es bei ihnen darum, den Ball dorthin zu bringen. Für sie war das Ergebnis absolut entscheidend. Es ging nur ums Ergebnis. Und dann die Bewegung, die gemacht worden ist, ist gemacht worden, um das Ergebnis zu schaffen, um die Erwartung zu erfüllen. Die Golfer sind leider schon in der Zukunft gewesen und nicht beim Gegenwart. So, was habe ich meinen Schülern dann gesagt, als ich das gesehen habe? Und was kannst du tun, um wirklich viel schnelle Fortschritte zu machen? Bitte beim Schlagen konzentriere dich auf deinen Schwung, auf die Bewegung, die du gerade machst. Ich habe das bei einem Training, das war gestern, genau so erklärt. Auf Englisch sagen wir, you fall in love with the ball flight. Das ist alles, was da passiert. Und das beeinflusst fast zu 100%, was ich hier beim Schwung mache. So, wenn ihr eure Einstellung da ein bisschen ändern könnt und euch mehr hierauf konzentriert, na klar, vorher richtet ihr euch perfekt aus. Ihr stellt euch vor, wie der Ball fliegt, vorher in der Vorbereitung, in der Pre-Shot-Routine. Ihr macht euer Probeschwung. Und bitte, der Probeschwung sollte nicht einfach sein. Er muss genauso aussehen wie der Schwung mit Ball. Ihr guckt auch beim Probeschwung, dass ihr den Punkt auf den Boden trefft. Ja? Und dann geht ihr zum Ball, ihr guckt am Ziel an. Und dann geht es um den Schwung. Und jetzt habe ich den Schwung gemacht. Wenn ich gucke jetzt den Ball an, oh, der ist gut gewesen, der ist schön, der ist gut geflogen. Aber erst anschließend, du hast Schwunggedanken, du hast Aufgaben vom Trainer bekommen oder vielleicht hast du sie auf YouTube gesehen. Wenn du über den Ball stehst, der Ball weiß nicht, was da hinten auf dich wartet. Er sieht das Wasser nicht. Er wartet, dass du ihn triffst. Du solltest schauen, ja klar, dass du vorher dich richtig ausrichtest. Dass du deinen Probeschwung machst, der identisch ist zu dem Schlag mit dem Ball, der kommt. Aber dann, im entscheidenden Moment, während du über dem Ball stehst, denke an deine Bewegung, was du mit dem Körper machen musst, deinen Rhythmus, deine Lockerheit, auf den Ball zu fokussieren, dein Balance, deine Endposition. Du musst wissen, welche diese Sachen wichtig sind und dann fokussiere darauf. Und dann schlag den Ball. Und dann gucke, was der Ball macht. Und dann kannst du entweder richtig glücklich sein oder traurig oder sauer sein. Das passiert anschließend. Glaube mir, du wirst viel besser deine Tipps vom Trainer umsetzen, wenn du dich auf das Jetzt konzentrierst, auf deine Aufgaben. Ich freue mich auf das kommende Jahr. Ich freue mich, dir hier auf Golf mit Freude zu helfen. Tschüss und bis bald.